Zum Schluss der ersten Hälfte kommt jetzt ein Oldie von 1999. Der heißt Alter und Aussehen egal. Es gibt eine Schokolade, auf deren Packung steht, für alle, die Nuss-Mandel-Geschmack lieben, aber nicht gern in Nüsse und Mandeln beißen. Ich beiße gern in Nüsse und Mandeln, ungern dagegen beiße ich in Elisen-Lebkuchen. Ich war zum zigsten Mal in Nürnberg, wollte nicht schon wieder in Elisen-Lebkuchen beißen und kannte auch sonst schon alles. Da sah ich ein Schild, wo drauf stand Deutsches Spielzeugmuseum. Ich dachte, Würk, und ging hinein. Das langweiligste Museum, das ich bis dahin besichtigt hatte, war das Museum für amerikanische Finanzgeschichte in New York. Aber das war wenigstens dem Gegenstand unangemessen klein. Das Spielzeugmuseum dagegen hat 3 Etagen. Trotzdem war ich in 7 Minuten fertig. Durch die Abteilung mit alten Puppen bin ich mit verschränkten Armen und einem Augenrollen durchgerauscht, das eines besonders stark genervten Szenekellners würdig gewesen wäre. Puppen, insbesondere historische und ganz besonders Anhäufungen derselben, lösen in mir den gleichen schwer erklärbaren Widerwillen aus wie Clowns, Pantomimen und Peking-Operdarsteller. Schon in jungen Jahren konnte ich nichts anfangen mit dem Gerümpel, das man als Kind zu Weihnachten bekommt. Ich wusste nicht, was man mit Sachen spielen soll, die dafür da sind, dass man mit ihnen spielt. Auch was den Kinderspielplatz anbetraf, weigerte ich mich, Bestandteil der Zielgruppe zu sein. Es gab dort ein rostiges, halbrundes Klettergerüst, eine Schaukel und eine Wippe. Erst saß man unten, dann quietschte die Wippe und man saß oben. Toll. Manchmal fehlte der Dämpfer unter der Sitzfläche, dann war der Aufprall immerhin interessant und schön. Etwas später gab es auch VIP-Express, doch dies war keine Schnellwippe, sondern ein Zwischendurchwaschmittel für Bekleidungskleinteile. Unterhaltsam mag es allerdings sein, sich vorzustellen, wie schnell man wohl theoretisch wippen könnte, wobei man auch den Fernsehturm am Berliner Alexanderplatz berücksichtigen muss. Zu DDR-Zeiten drehte sich das Drehrestaurant einmal pro Stunde um seine Achse. Nach der Wende wurde die Frequenz auf 2 Umdrehungen die Stunde erhöht. Da klopft die Frage an, wie schnell sich das Ding theoretisch drehen könnte. Irgendwo im Turm wird es ja wohl ein technisches Stübchen geben, mit einem zauseligen alten Mann im Kneipen-Mief-Pullover, der natürlich säuft und nie in vollem Umfang Herr seiner Dinge und Sinne ist. Er mieft und zauselt herum und sagt, ach, ist ja schön, dass ich auch mal Besuch habe hier in meinem Kabuff, sonst kümmert sich ja keiner um einen. Worauf man sagt, aber ja, wir sind doch von Ihrer PDS. Wir sind immer für Sie da. Wir kommen vom Rat des Stadtbezirks und wollen Ihnen Ihre redlich verdiente Kartoffelsuppe bringen. Wonach man ihm sachte auf die Rübe haut mit der Suppenkanone und den Drehfrequenzregler ganz allmählich peu à peu nach oben schiebt. Zunächst auf das Tempo langsamen Walzers. Das finden die Damen im Restaurant noch beschwingend. Sie streifen die Pumps ab und greifen zum Champagnerkelch. Dann wird auf Hula-Hoop-Reifengeschwindigkeit beschleunigt. Ältere Besucher werden sich da bereits setzen wollen. Anschließend stellt man auf Brummkreisel um. Und schließlich gibt es 1400 Umdrehungen pro Minute, so wie der Schleudergang einer Waschmaschine. Solche Erlebnisse bot mir leider kein Klettergerüst. Ich war, soweit ich mich erinnere, während meiner gesamten Kindheit 4-mal auf einem Kinderspielplatz. Mein Spielplatz war die Mülldeponie und lieber als Weihnachten war mir der Straßensperrmüll. Wenn die Medien soziales Elend veranschaulichen wollen, werden gelegentlich falsche Beispiele gewählt. Es wurden im Fernsehen Slum-Kinder gezeigt. Und der Kommentator sagte, diese Kinder können von einem Gameboy nur träumen. Zum Spielen bleiben ihnen meist nur Müll und Ratten.
Das Traurige am Leben dieser Kinder ist doch aber, dass sie in beengten Verhältnissen aufwachsen, keine Ausbildung bekommen, geschlagen werden, früh mit Drogen und Kriminalität in Kontakt geraten und so weiter. Man weiß es ja. Mit Müll und Ratten zu spielen ist hingegen allemal interessanter, als auf einem Gameboy herumzudrücken. Für den Direktor des städtischen Transportunternehmens ist es freilich praktischer, wenn die Kinder den Schulbus mit einem Gameboy statt mit Müll und Ratten betreten. Aber nur aus Rücksicht auf die Stadtwerke auf an- und aufregendes, daher sinnvolles Spielzeug verzichten? Dass ich auf dem Müllplatz einmal einen Karton mit der Privatkorrespondenz meines Erdkundelehrers fand, erwähnte ich schon einmal zu einem anderen Anlass und es wird wohl auch späterhin immer wieder mal die Rede davon sein müssen, wenn sich in Gott sei Dank noch ferner Zukunft am funkenstiebenden Kamin die Mietenkel zu meinen Füßen hinlagern und rufen, Mietopa, erzähl uns doch noch einmal die Geschichte, wie du auf der Mülldeponie die an deinen Erdkundelehrer gerichteten Briefe gefunden hast. Dann werde ich davon in gleicher Weise erzählen, wie die Großväter meiner Kindheit vom Krieg, angeblich sprachen die ja immer vom Krieg. Das ist aber wohl nur ein unausrottbares Klischee. In meiner Verwandtschaft mied man das Thema Krieg geflissentlich. Man hatte seine leidvollen Erfahrungen und die wurden nicht am Kaffeetisch memoriert. Zum Thema Kinder und Krieg gibt es eine Floskel, die einem in der Kriegsberichterstattung des Fernsehens und in Spendenaufrufen immer, immer wieder und immer aufs Neue begegnet. Die Kinder leiden am meisten darunter. Das ist eine anmaßende Behauptung, denn das Leiden kann man nicht messen. Die gesamte menschliche Erfahrung spricht auch dagegen, dass die Leidensgröße mit dem Alter abnimmt. Zahnweh, Liebeskummer, Einsamkeit, das Gefühl, nichts wert zu sein. Das ist in allen Lebensabschnitten gleich furchtbar. Warum sollen denn nun Kinder ausgerechnet unter einem Krieg mehr leiden als Ältere? Wer maßt sich an, die Nöte eines Soldaten im Schützengraben für geringer zu erachten als die eines Kindes? Die Leute denken wohl, ach, so ein Soldat, der ist ja gemacht für den Krieg. Und so ein junger Mann ist ja eh ein grober Klotz und Stoffel. Was soll der denn schon groß leiden? Worin sich Kind und Soldat unterscheiden, ist nicht die Intensität des Leidens, sondern des Mitleides, das Außenstehende empfinden. Das Mitleid mit dem Kind ist größer, weil es beim Leiden niedlicher aussieht. Nun steht aber das Mitleid selten in einer logischen Beziehung zum Leid des Bemitleideten. Denken wir uns mal in einen Kammermusiksaal hinein. Zwei Musiker kommen auf die Bühne. Ein älterer Fagottspieler im Rollstuhl und ein herrlich anzuschauender, 2 Meter großer, bodentonen gestellter Jungxylophonist. Auch wenn die Sprecher der Behindertenorganisationen das gar nicht richtig finden, haben viele Zuschauer Mitleid mit dem Fagottisten. Erst die Behinderung und dann auch noch ein Instrument, was nur Pom, Pom, Pom kann. Der schmucke Mitmusiker wird hingegen nicht mit Mitleid, sondern mit Anschmachtungen bedacht. Gucken wir aber mal in die Herzen bzw. Tagesabläufe des Duos. Der Fagottist hat den ganzen Tag lang in seinem Wohnzimmer abgelauncht und gelesen. Erst einen Zeitschriftenartikel über Fäkalbakterien in Eiswürfeln, dann ein Kapitel in einer Gustav Mahler Biografie. Und für beides interessierte er sich aus purer Freude am Reichtum des Lebens. Dann hat er sich eine Dose Mandarinorangen aufgemacht. Grund dafür Faszination eines soft dahinfließenden Künstlernachmittages ohne telefonisch verursachte Behagensminderungen. Und schließlich war da noch etwas. In der Vogeltränke vor seinem Küchenfenster saß ein Vogel, den er gar nicht kannte. Und da hat er im Vogelbuch nachgeschaut und sich dabei festgelesen. Der Mann kennt einen neuen Vogel, hat gelauncht, gelesen und was sowohl Süßes als auch Billiges gegessen, ist also bester Dinge. Der prachtvoll nicht behinderte Jungxylophonist indes hatte tagsüber so großen Liebeskummer, dass er sich vor sein Kruzifix warf und rief,
Ach, lieber Kruzifix, dieser Kummer ist so schlimm. Gib mir stattdessen Zahnweh, das ertrag ich easier. Das Kruzifix dachte daraufhin. Lieber Kruzifix ist aber keine oratorisch korrekte Anrede. Das hört sich ja an wie Asterix und Kruzifix. Ich werde dem Bürscherl Zahnweh geben. Aber nicht statt des Liebeskummers, sondern zusätzlich. Und seine an sich liebe Mutter soll in eine Phase geraten, in der sie sich unattraktiv und nutzlos fühlt. Sie soll sich allein und kaltgestellt in ihrem öden Vorort-Eigenheim betrinken und alle halbe Stunde bei ihrem Anrufen von Mal zu Mal ungerechter, egozentrischer und vorwurfsvoller werdend. Außerdem soll das Klo kaputt gehen. Und so geschah es dem schmucken Xylophonisten. Man sieht, ein Bewunderter leidet mitunter mehr als ein Bemitleideter. Ebenso leiden die Befriedeten unter Umständen mehr als die Menschen im Krieg, weil sie einzeln leiden und sich nicht damit trösten können, ihr Geschick sei Bestandteil unabwendbarer, kollektiv zu ertragender Historie. Von unerwiderter Liebe abgesehen leiden Menschen am meisten unter Missständen, die sie glauben, selbst verschuldet zu haben. Unter einem Krieg leiden Kinder vielleicht sogar am wenigsten von allen, finden ihn möglicherweise sogar aufregend. Manch einer derer, die heute in TV-Sendungen vor schwarzem Hintergrund als Zeitzeugen Aussagen gibt, bisweilen etwas verschämt zu Protokoll, dass es durchaus einen gewissen Abenteueraspekt an einer Kindheit im Krieg gab und dem Pathosbedürfnis, das gerade Jungen von 10, 15 Jahren auszeichnet, kommt das Gefühl gewiss entgegen, in stürmischer Zeit zu leben. Am meisten unter einem Krieg leiden wohl diejenigen, die von Kriegshandlungen unmittelbar betroffen sind. Alter und Aussehen egal. Auf den Phrasensperrmüll also mit Sprüchen, die einen anderes weismachen wollen. Es ist also wieder vom Sperrmüll die Rede. Ich könnte also zu diesem Thema zurückkehren, mache ich aber nicht. Ich schlage das Angebot aus. Ich lasse die Überleitungsofferte verfallen wie eine Konzertkarte, verschimmeln wie einen veganen Brotaufstrich, vollkacken wie das Willy-Brandt-Denkmal in der Stadt Porto in Portugal. Ja, Herrschaften, richtig gehört. Dort gibt es ein Willy-Brandt-Denkmal und das ist von oben bis unten mit Taubenkot bekrustet. Wenn man das sieht, gerät man in schweres Nachdenken. Und schweres Nachdenken ist schon etwas anderes als das Anpusten von Zierbommeln an einer Stehlampe. Was allerdings eine Auffassung ist, von der man desto mehr abrückt, je länger man schwer nachgedacht hat. War Willy Brandt eigentlich dafür bekannt, dass er sich nicht genügend für Vögel eingesetzt hat? Dass er gar zu rücksichtsloser Taubenvergrämung neigte? Dann könnte man Verständnis für den Zustand des Denkmals haben, so wie man auch nicken oder sagen würde, ja, das haben die Nerze richtig gemacht, wenn man vor einem von Nerzen vollgekackten Marika-Röck-Denkmal stünde. Ich glaube aber, Willy Brandt war eher ein stiller Förderer von Vögeln gewesen. In diesem Falle müsste man das Verhalten der Tauben als grob undankbar bezeichnen. So wie ich mich biologisch auskenne, haben wir es aber in Porto weder mit Vergeltungsschiss noch mit Undankschiss zu tun. Die dummen Tiere waren einfach überfüllt. Häufiger als interessant besudelte Denkmäler sieht man von Hundegut verunreinigte Kinderspielplätze. Hundekot ist aber leider für Kinder ein weit weniger wertvolles Spielzeug als Müll und Ratten. Während eines Beinevertretens deutete ich einmal auf einen Kinderspielplatz und sprach zum Begleiter, was könnte das für ein schöner Biergarten sein? Oh, da pflichte ich dir aber bei, kam es da als Antwort. Was muss man an warmen Sommerabenden oft suchen, bis man ein schattig grünes Plätzchen findet? Wenn sämtliche Kinderspielplätze in Biergärten umgewandelt würden, wäre diese Not für immer überwunden.
Genau so ist es, rief ich da. Die Kinderspielplätze sind eh nur für die Mütter da, damit die da Zigaretten rauchen und miteinander tratschen können, während ihre Kinder in Sichtweite apathisch in dem schmutzigen Sand hocken. Kinderspielplätze durch Biergärten ersetzen und für die Kinder den Straßensperrmüll wieder einführen. Soziale Verantwortung ist nicht, Raucherecken für Kampfhundhalterinnen mit kleinen Kindern zu subventionieren. Soziale Verantwortung ist vielmehr, Kindern zu ermöglichen, im Sperrmüll zu wühlen und die gefundenen Sachen gegen den Willen der Eltern in die Wohnung zu schleppen. Wie erfrischend sind doch deine stark übertriebenen Worte, meint nun der Freund. Ausschimpfen muss man Städte wie Berlin, die den Straßensperrmüll schon in den 70er Jahren abschafften. Mit internationalen Auszeichnungen zu plakatieren sollte man hingegen zum Beispiel Ludwigshafen am Rhein, wo vor 2 Jahren, als ich da mal durchfuhr, die durchwühlenswertesten Altgüter auf den Gehsteigen angehäuft lagen. Leider traute ich mich nicht, den Taxifahrer zu bitten, er möge doch kurz mal anhalten, damit ich im Müll wühlen kann. Pause. Danke. 20 Minuten Pause.